Wedderburn wurde furchtbar weinerlich und vulgär, als er meine Hurerei entdeckte. Ich bin vielmehr neidisch auf die Zeit, die die Männer mit dir hatten, als dass ich moralisch über dich urteilen würde. Es ist dein Körper, Bella Baxter. Du kannst ihn frei verschenken. In der Regel verlangte ich 30 Francs. Also, das erscheint mir wenig. Diese beiden streiten und Gedanken wirbeln herum in Bellas Hirn und Herz wie Lichter in einem Sturm. Immerzu liest du jetzt, Bella. Du verlierst einiges von deiner bezaubernden Art zu sprechen. Ich bin ein wandeliges Wesen, genauso wie wir alle. Wenn man Emerson glauben will, doch von Harry widersprochen. Komm, komm, komm einfach. Du nimmst mir die Sonne. Was? Das ist Bella? Bella? Das ist Mr. McCandles. Hallo, Bella. Sie sind ein Experiment. Guten Abend. Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Sagen Sie mir, wo sie herkommt. Sehr gern. Denn es ist eine erfreuliche Geschichte. Ich bin Bella Baxter. Und es gibt eine ganze Welt zu entdecken, zu erleben. Es ist das Ziel aller, sich zu entwickeln, zu wachsen. Eine Frau auf ihrem Weg in die Freiheit. Wie entzückend. Oh.